Perfekt. So, schönen guten Abend, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wir haben heute Webinar Nummer 50, jeden Mittwoch 18 Uhr. Und heute, vielleicht haben es einige mitbekommen, heute ist ein besonderer Tag. Ich habe Geburtstag, darf ich heute feiern. Und haben wir natürlich besonders Jubiläum, dass wir den Alfred Zubeck, einen echten Star, heute als Gast haben. Da bin ich ganz, ganz besonders dankbar. Wir haben gemeinsam einen Freund, den Albert Busek, und unsere PR-Verantwortliche, die Annette Zierer, die das heute auch für uns ein wenig zusammengebracht hat. Und ja, Alfons, da sind wir ganz dankbar. Ich will erst noch die Barbara neben mir, meine Partnerin, und hallo, auch fürs Produkt verantwortlich. Und der Michael Remlinger, unser Marketing- und Franchise-Chef, der heute die Fragen, die ihr in den Chat schreibt, uns hier dann präsentiert. Alfons, wirkliche Ehre, dass du heute da bereit bist, für uns Rede und Antwort zu sprechen. Wir sprechen heute über Gewürze, und du hast ja auch hier am Platzl einen eigenen Gewürzladen oder Geschäft oder wie man das nennen darf. Wie ist das Thema Gewürze bei dir so, sag ich mal, hochgekommen? Welche Bedeutung hat das für dich? Also so, ich nehme ja seit 35 Jahren Ingwer, da kannte in Deutschland gar keiner, was der Ingwer ist. Ich kannte ihn auch nicht so gut, aber irgendwas hat mir an dem Ingwer gefallen, ja. Und dann habe ich immer so Ingwerwasser gemacht, und wenn ich mal einen Wein getrunken habe, dann habe ich eine Ingwer-Schorle gemacht. Dann habe ich gedacht, aha, da kannst du ein Glas Alvera trinken, weil der Ingwer natürlich ein hoher Leberentgifter ist. Aber der Ingwer hat ja eine Tradition, die, sagen wir mal, 5.000, 6.000 Jahre alt, wo er in Asien schon ein Star war. Also also gab es ja ganz bedeutende Leute, die den Ingwer damals schon in den Himmel aufgekommen haben. Aber man wusste eigentlich die Zusammenhänge nicht so genau. Nur eins haben die Asiaten vor 2000 Jahren schon gemacht. Die haben Ingwer und Knoblauch 50-50 zusammengegeben. Und heute weiß man, wenn man Ingwer und Knoblauch 50-50 zusammengibt, dann hat man zu 90% eine Knoblauchverträglichkeit. Man riecht nicht nach Knoblauch. Und die medizinische Wirkung von beiden Gewürzen geht um 50% nach oben. Und was vielleicht viele Leute noch überhaupt nicht registriert haben, seit 99.850 Jahren waren Kräuter und Gewürze reine Medizin. Erst seit 150 Jahren gibt es die moderne Medizin. Und die moderne Medizin hat sich ein komplettes Wissen aus dem alten Wissen rausgezogen und macht es halt jetzt halt einmal, um das nett auszudrücken, ein bisschen anders. Oder ein bisschen künstlich zum Teil auch. Ja, künstlich, ja. Also ich muss sagen, wenn man ins Krankenhaus muss, dann sind wir happy, weil das, was die Leute können, ist unfassbar. Aber ich mache nur Prävention. Ja. Und ich schaue, dass ich einfach da nicht hin muss, dass ich dem Arzt immer senkrecht begegne, nicht waagrecht. Und da hat natürlich Ernährung ein unglaubliches, sagen wir mal, ja, Potenzial, genauso wie Training ein unglaubliches Potenzial hat, wenn man sich immer denkt, der Mensch hat circa 40 Billionen Körperzellen. Wenn ich die trainiere, entleeren sie die und suchen wieder nach Energie. Und da ist Kraftsport, das hört sich jetzt ein bisschen brutal an, weil man meint, wenn man muss da pumpen, als wie ein Irrer, das stimmt ja nicht, sondern das ist die einzige Möglichkeit, wo du jeden Muskel charmant, ich sage mal charmant, oder schwerer trainieren kannst, da wo du in Schwitzen kommst, wo dein Stoffwechsel richtig aktiviert ist, wo du gut entgiften kannst, wo der ganze Dreck rauskommt. Und jetzt komme ich ins Spiel, und wenn man sich dann vernünftig ernährt, Also genünftig, vernünftig und geschmackvoll, dann kann man wunderbar auch seine Kilos schön langsam verlieren, ohne dass man auf so depperte Diäten geht, die gar nichts bringen. Aber jetzt kommen wir gerade bevor wir noch auf Gewürze reingehen. Wir hatten vorhin im Vorgespräch vielleicht auch noch das ist wichtig, denke ich mal, für unsere Zuschauer. Du hast selber gesagt, dass du, glaube ich, innerhalb eines Jahres jetzt recht gut abgenommen hast. Das ist ja immer ein Thema, was auch unsere Zuschauer interessiert, weil ich glaube, es gibt niemand, und mit zunehmendem Alter wird es ja auch nicht einfacher, das Gewicht zu halten. Kannst du vielleicht darüber noch was kurz erzählen? Also ich habe einmal 129 Kilo, das war mein Traumgewicht. Und dann habe ich mir gedacht, das ist mir jetzt doch zu blöd, ich muss jetzt was machen. Ich rede immer von Ernährung und schaue aus wie eine Bratwurst. Ja. Dann habe ich mich so runtergewerkelt auf 121. Und dann habe ich gedacht, das kann es nicht sein, weil das kann nicht dein Leben sein. Ja. Dann habe ich mir vorgenommen, ein Kilo im Monat abzunehmen. Habe mich dann mit meinen Experten beraten und habe gesagt, was soll ich machen? Und dann haben sie gesagt, pass auf, im Mehl liegt die höchste Dichte. Also geh mal 80% des Mehls, nimmst du aus deinem Leben raus. Keinen Verzicht, 20% isst du noch in Form von Nudeln,
oder Brot und so weiter. Und dann habe ich locker 1,5 Kilo, ohne dass es was geändert habe, mein Glas Wein getrunken, habe mein Bier getrunken, habe ich ganz locker abgenommen. Also locker, am Anfang war das nicht so locker, weil da habe ich Wiener Würstel gegessen, da habe ich mir gedacht, dann wo ist jetzt Brot? Na, da ist kein Brot dabei. Da habe ich gedacht, so eine Scheiße, da mag ich gleich nicht mehr. Und heute macht man das gar nichts aus. Jetzt, die Leute ernähren sich viel zu sauer, viel zu wenig basisch. Also jetzt, wenn einer Vegetarier oder Veganer ist, der kann machen, was er will. Ja? Also wir als Köche müssen es immer respektieren und so schauen, dass jeder, ob er Veganer ist oder Vegetarier, glücklich ist, wenn er da ist und dass der Gast merkt, er wird wirklich richtig anständig auch bekocht. Ja? Und ich glaube, dass man sowieso ein bisschen weniger Fleisch isst. Ja? Und ja, da muss man halt schauen, dass man die Eiweißquellen ein bisschen woanders herholt. Und das ist ja durchaus möglich heute. Ja, wir müssen ja Eiweiß, Kohlenhydrate runter, Eiweiß rauf. Ja, und wenn man mal schaut, eine Nudel hat zwischen 160 und 180 Kalorien. Und wenn man sagt Dinkel und so weiter, ist alles weißes Mehl, ist verarbeitet, es ist sauer, es ist nicht basisch. Die Kartoffel hat 69 Kalorien und ist basisch. Also, und ein Kartoffel, also man muss nicht jeden Tag einen Zehnten Kartoffel essen, aber so eine Kartoffel ist auch was Gutes. Man muss sie nur schmackhaft zubereiten. Und Nudeln natürlich auch, das muss ich auch mal sagen. Also Nudeln haben schon was, gell? Und die muss man sich auch gönnen, ja nicht verzichten. Ganz eine sicher. Sogenannte Diät funktioniert ja nur, wenn du keinen Verzicht hast. Ja. Du hast vorhin noch was ganz Richtiges gesagt, noch im Vorgespräch. Also du hast nicht verzichtet und das finde ich ziemlich wichtig bei so einer Diät. Ne? Wenn man eine Diät macht, dass man sich nicht kasteit und sagt, kann ich das nicht essen, ja, sondern im Gegenteil, du hast durch dein Wissen konntest du eigentlich alles essen, bis aufs Weißmehl vielleicht, ja, und musstest dich nicht kasteien. Es hat einfach geschmeckt. Also ich habe gesagt, ich muss was ändern und wenn ich was ändere, dann muss ich ja schauen, dass ich das jeden Tag mache. Und das muss ja Spaß machen. Also wenn ich jetzt sage, ich darf kein Bier trinken, darf kein Wein trinken, dann lasse ich die ganze Nummer, weil dann langweilt mich das. Ja. Und deswegen halte ich von diesen dreiwöchigen Dingen, das sind für andere natürlich hochinteressant, weil sie viel Geld verdienen, wenn du 5.000, 6.000 Euro zahlen musst, dass du nur Wasser und irgendeine Brühe kriegst, das ist super. Du entgiftest vielleicht, aber in deinem Kopf spielt sie nur eins ab. Wann kann ich endlich wieder mal richtig Gas geben? Und 14 Tage später bist du wieder da, wo man ist. Also man muss den Leuten mitgeben, es geht nicht von heute auf morgen. Also dick wird man nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja. Und genauso muss man ganz langsam versuchen, sein Körpergewicht abzunehmen. Nicht sagen, ich habe jetzt in 3 Wochen 7 Kilo abgenommen. Das geht ja gar nicht, weil der Körper ja nur grammweise das Fett verbrennen oder verlieren kann. Aber das, was er verliert, ist vielleicht der Wasser. Aber das fühlt sich gleich wieder auf. Muskeln geht auch relativ schnell weg. Gell? Und viele Muskeln verlierst du, das stimmt. Und deswegen sollte man immer richtig essen, dass man kraftvoll ist, dass man viel verbrennt, dass die Zelle zum Beispiel auch dann wieder Energie aufnehmen kann. Aber wenn nichts verbrennt, kann die Zelle nichts aufnehmen. Und es gibt ja so viele Dinge, weißt du, die man jetzt gerne isst. Also man muss nicht sagen, du darfst nur Gemüse essen. Das wäre ja irr. Wenn ich nur Gemüse essen darf, dann bringe ich mich ja gleich um. Sondern ich muss sagen, Gemüse ist basisch, das hat 20 Kalorien. Das muss man schmackhaft machen. Und noch was zum Gemüse. Wenn du Gemüse schneidest, eine Stunde heraus liegen lässt, gehen 50% aller Vitamine oxidieren. Wenn du sie anschließend in Wasser kochst, gehen noch mehr 50% kaputt. Ja. Würdest du das Gemüse dämpfen bei 80 Grad, gehen nur 15-20% kaputt. So, also. Und jetzt kommt der Hauptfehler. Dann nehmen die Leute eine Pfanne, geben wir Öl rein, erhitzen das Öl, schmeißen das Gemüse rein, schwitzen es an. Jedes Öl ab 90 Grad geht nicht mehr in deine 40 Billionen Körperzellen rein, sondern es geht nur in die Fettzelle. Deswegen gibt man Öl. Immer zum Schluss schwenkt es und dann kann das Öl aktiv, als Zellen haben ja sehr viel Fett, also brauchen ja Fett, und dann kann der Körper das auch aufnehmen. Und wieder nicht speichern. Ja. Mhm. Zu den Gewürzen. Du sagtest am Anfang jetzt, Knoblauch und Ingwer, damit hast du quasi so gestartet, also insbesondere mit dem Ingwer gestartet. Was ist denn so im Laufe dazugekommen? Weil du hast auch gesagt, du probierst, den Arzt zu vermeiden. Natürlich, die sind super. Wenn du wirklich was hast, dann ist der Arzt der Beste, das wieder zu reparieren. Aber wir alle probieren ja möglichst den Arzt nicht zu sehen, beziehungsweise nicht sehen zu müssen. Ja? Und da hast du dich, glaube ich, sehr intensiv beschäftigt mit den Gewürzen, deren Wirkung, was da drin ist. Weil, wie gesagt, die moderne Medizin gibt es noch nicht so lange. Viele, viele Jahrtausende haben die Menschen eben Erfahrungen gesammelt. Genau. Also wenn ich da mal ein bisschen ausholen darf, absolut. Ich weiß nicht, ob du den Film einmal gesehen hast, Medicus.
Ja. Also dieser Medikus, der ist 978 nach Christi geboren, der heißt Abu Ali ibn Sina, also Avicenna. Das war ein Universalgenie und der hat mit 18 Jahren bereits Ärzte ausgebildet. Und die Welt hat sich gefragt, wie kann ein Mensch so ein unfassbares Wissen haben? In Wirklichkeit hatte er drei griechische Vorbilder. Der erste war Hippokrates, 460 vor Christi geboren, auf der Insel Kos, 375 auf der Insel Larissa gestorben. Die hat über 600 Kräuter und Gewürze katalogisiert, aufgeschrieben, wo sie herkommen und was sie im Körper bewirken. Der nächste war der größte Pharmakologe der Römer, der heißt Pedanus Dioscorides, 50 nach Christi geboren. Der hat bereits über 1000 Arzneimittel, davon 812 pflanzliche, 102 tierische und 101 mineralische, katalogisiert, aufgeschrieben, wo sie herkommen und was sie im Körper bewirken. Der dritte, der hat zum Beispiel gesagt, der Pedanus Dioscorides, wenn du Magenkrämpfe hast, dann sollst du auf keinen Fall weißen Pfeffer nehmen, auch keinen schwarzen Pfeffer, auch keinen langen Pfeffer. Er empfiehlt Koriander. Ja? Und der dritte im Bunde hat geheißen Marcus Galenius von Pergamon. Der ist 128 nach Christi geboren und 200 nach Christi gestorben. Der hat bereits Gewürzkapseln gemacht und Gemüsekapseln. Ja? Die hat man jetzt, glaube ich, vor 10 Jahren mal auf einer Galeere in so einer Luftblase, hat man so einen Schachtel gefunden und die konnte man zurückrechnen auf das. Und dann ist er das Weströmische Reich 476 nach Christi, wurde der letzte römische Kaiser da, musste, sagen wir mal, abdanken. Und dann fiel das komplette antike Wissen in die Hände des Orients und in die Hände der Perser. Wurde übersetzt und der Einzige, der ein bisschen was mitgekriegt hat, das war der Benedikt von Nursia. Der hat am Monte Cassino das erste Benediktinerkloster gegründet. Und wenn man die Benediktinerlinie anschaut, die Hildegard von Bingen, die 1089 nach Christi geboren ist, war ja auch Benediktinerin. Und da wurde, sagen wir mal, dieses Wissen, was die gehabt haben, aus der alten Zeit raus, wurde da weiter, sagen wir mal, gepflegt. Und der Einzige, der da wirklich richtig dazugeholfen hat, das war Kaiser Karl der Große. Der hat 812 die Landesvergüterordnung rausgebracht und hat gesagt, jedes Kloster muss 73 Kräuter und Gewürze anbauen, um flächendeckend die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Wahnsinn, ja. Also beeindruckend. Und wenn man heute schaut, wenn du heute schaust, dieser Avicenna, also der hat ein Buch oder mehrere Bände geschrieben, die heißen Kanon Medizine. Wenn du das liest, 70% stimmt heute genau noch, wie wir es damals war. Also die Leute hatten ein unfassbares Wissen, auch die alten Ägypter. Also da gab es einen, der hat in Tutzing gewohnt, der hat Georg Ebers geheißen, der war Ägyptologe. Und der hat 1872 in Theben das komplette antike Wissen der Ägypter gefunden. Also die ganze Welt hat gesucht nach dieser Rolle, die ein Pharao 1400 vor Christi in Auftrag gegeben hat. Die war dann 1350 Jahre, war das Wissen alt, also vor Christi. Und das ist eine Rolle, die ist 18 Meter lang. Da sind exakt 877 Arzneimittel drauf, wie man Krankheiten heilen kann. Und da steht zum Beispiel drauf, wenn du Bauchweh und Koliken hast, sollst du Milch mit Kreuzkümmel erwärmen und schluckweise trinken. Entschuldigung. Das ist mein Leben. Ja, nee, warte. Um das zu sagen, weil du mich gefragt hast, wo ich das her habe. Ich habe seit 17 Jahren einen Mediziner beschäftigt, einen Arzt. Der ist bei mir angestellt, der macht nur wissenschaftliche Arbeiten, was Gewürze können, warum Gewürze bis zum 18. Jahrhundert Medizin waren und was die Wissenschaft heute neu weiß. Ich habe eine Ernährungswissenschaftlerin beschäftigt, weil wir rechnen für den FC Bayern, für die Spieler. Alles, was die essen, rechnen wir genau aus, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Vitamine, wie viel Mineralstoffe und das können die Spieler per Stick holen und wissen genau immer, was sie da essen. Und früher war es so, da hat man gesagt, ja, Hauptsache ich bin satt und jetzt essen wir einen Schweinsbraten und einen Knödel, jetzt übertreibe ich es einmal. Und heute ist diese Ernährung komplett anders. Die Spieler haben ein extremes Wissen, auch so ein bisschen, also wenn es jetzt um Kurkuma geht, die wissen jetzt nicht genau, aber sie wissen, dass der sehr stark entzündungshemmend ist. Aber man sieht, dass das Interesse total da ist. 100%. Jetzt gerade Sportler ist natürlich immer ein wichtiges Element, du hast gesagt, also ihr rechnet natürlich die Nährstoffe aus, ja. Jetzt, wenn wir zum Beispiel so bei Spielern bleiben oder Sportlern, bekommen die dann besonders gewürzte Sachen oder was würdest du sagen, sind so die Sachen, wo die viele Menschen, also das Ingwergut, das Knoblauch, ich denke, das haben schon viele Menschen schon mal gehört, Kurkuma hat man schon etwas gehört, was sind so deine, um es mal, klar, das Wissen, was du hast, dann müssen sie schon zu dir ins Restaurant kommen, um das sozusagen zu genießen. Aber was würdest du denn so unseren Zuschauern mitgeben? Was wären so richtig Tagestipps für die Küche, mit was man würzen sollte, um eben gewisse Effekte zu erzielen?
Also ich sage jetzt erst einmal, beim FC Bayern ist es so, dass wir verschiedene Nationalitäten haben, wir haben verschiedene Religionen und deswegen gibt es jeden Tag einen Fisch, also verschiedene Fische, und es gibt jeden Tag entweder Hähnchen, Kalb oder Rind. Und dann gibt es 6 verschiedene Gemüse und 10 verschiedene Salate. Dann stellen wir vorne Olivenöl hin oder eine Soße, wenn einer das möchte. Und so kann sich jeder Spieler, egal welcher Nation er angehört, sich das raussuchen, was er gerne möchte. Also Obst sowieso. Und dann pressen wir, machen wir immer irgendeinen speziellen Saft, irgendeinen, sagen wir mal, Tees gibt es und so, dass die Spieler wirklich mitmerken, was wir, also auch Fische im Ganzen, wir filetieren die vor den Spielern, damit die erstens sehen, wir schauen das aus und wie kommt das. Und man sieht, dass das Interesse eigentlich sehr, sehr hoch ist, weil früher hast du den Teller gekriegt und hast das gegessen, hast dich hingesetzt. Und heute ist das alles offene Küche, die kommen rein in die Küche, die sagen, hallo, kann ich das haben oder habt ihr das für mich da? Und das machen wir natürlich. Und was für mich ganz wichtig ist, dass die Spieler abends das Essen auch mitnehmen. Und da, also der kann das Fleisch jetzt roh haben, wenn er möchte, wenn er es jetzt selber abbraten will und wenn er es so schon mal abgebraten haben will, geben wir es ihm auch mit. So kontrollieren wir ein bisschen, was die essen. Weil wir müssen versuchen, dass die ausgewogen sich sehr basisch ernähren und nicht nur zu sauer. Und jetzt, wie kommen die Gewürze jetzt? Also was würdest du auf der Gewürzseite denen empfehlen? Gibst du denen das auch mit oder wie funktioniert also das? Also ich mache das immer in Form von Mischungen. Es ist ja so, die höchsten Antioxidantien auf der Welt, das sind Kräuter und Gewürze. Es gibt eine Studie von 1131 Lebensmitteln. Die ersten 50 höchsten Antioxidantien sind Kräuter und Gewürze. Wahnsinn. Es gibt eins noch, das ist nicht in der Gewürzwelt, das ist Astaxanthin. Und dann, das ist noch, also das kommt aus der Krebsschale raus, ist auch ein hohes Antioxidant. Und wenn ich da mal meine Shots zeigen darf, wo der FC Bayern ja in der Woche fast 1000 nimmt, das sind die Spieler, ohne Eigenwerbung zu machen, natürlich selbstverständlich nicht. Ja, ja klar, sind, ja. Da habe ich 4 verschiedene. Und neu ist jetzt der Granatapfel, Erdbeere, Aronia-Beere mit Ingwer und Maracuja mit Kurkuma und Mango. Und die Klassiker sind Ingwer, Zitrone und Ingwer, Kurkuma. Und ich mache das, für mich ist sehr wichtig, dass die Pflanzenfaser, der Pflanzenfaserstoff ist ja das, was die Darmbakterie braucht. Mhm. Und 80% aller Krankheiten kommen über den Darm. Ja. Wenn man sich einseitig ernährt, dann ist der Darm zu wenig Darmbakterien, zu wenig Vielfalt. Und dann hat man richtig ein Problem. Und wenn der Darm beleidigt ist, dann hat man wirklich ein Problem. Und das muss man auch von der Psyche her sehen. Also wir reden immer über das körperliche Immunsystem. Wir müssen aber auch über das geistige und seelische Immunsystem reden. Und wenn die beiden sich mögen oder gut miteinander harmonieren, dann wird der Körper, dann bleibt er verhältnismäßig lange gesund. Ja, gerade Darm ist 100%, also kann ich nur zustimmen. Und viele, weil wie gesagt, ich stamme eigentlich aus einer Arztfamilie und mein Vater hat schon immer gesagt, Antibiotika wirklich nur im Notfall, wenn es nicht anders geht, auch Medikamente echt vorsichtig, weil die Darmflora wird halt komplett zerstört durch diese Dinge. Natürlich, wenn man was hat, muss man das einen in Kauf nehmen, aber das ist aber natürlich... vielleicht hat uns was statt Antibiotika. Naja, ich versuche mich halt ausgewogen zu ernähren, da bildet der Körper aber ein Abwehrsystem, das einfach richtig dagegen haut. Und wir machen so spezielle Gewürzkapseln auch, wo ich nicht normales Kurkuma drin habe, so wie es halt zu kaufen kriegen, 5- bis 7-prozentiges, sondern ich habe 95-prozentiges Kurkumin drin. Das kann man kaufen, kostet natürlich auch viel Geld. Und da kommt immer Ingwer dazu, ein bisschen Piperin, da hat man rein, also den schwarzen Pfeffer. Aber wir haben natürlich noch einen Stoff auf dem Kurkuma drauf, dass es über die Darmlymphe eingeschleust wird. Und das ist wichtig, das muss ins Blut rein, weil sonst können die Entzündungen nicht, gemindert werden. Und der Sportler haben ja pausenlos Entzündungen, dort klopft drauf, am Fuß, am Schenkel und so weiter. Und da muss man schauen, dass man das natürlich rausbringt und nicht nur durch Chemie rausbringt. Gerade so die letzten drei Sätze waren perfekt, jetzt passend zu 2 Fragen, die wir haben. Deswegen würde ich dich Ich habe gerade noch kurz eine Frage, und zwar die das, was du jetzt gesagt hast, das ist in der Kapsel drin. Das ist genau jetzt, wäre jetzt meine Frage gewesen, weil sind das jetzt getrocknete Sachen? Weil ich weiß, bei getrockneten ist es häufig nicht mehr so gut, der Effekt. Und du hast das in der Kapsel drin. Das heißt, da werden alle Wirkstoffe erhalten. Also es ist so, durch meinen Mediziner, der sich nur über wissenschaftliche Arbeiten, sagen wir mal, raussucht, was Gewürze können und für was werden die verwendet, wo sind wissenschaftliche Arbeiten in der Neuzeit da jetzt und was haben die früher gemacht, um Krankheiten zu heilen? Ich meine, die waren ja nicht blöd, sonst würden wir ja gar nicht mehr leben. Ja? und was man noch sagen muss,
Die meisten Pflanzenfaserstoffe, das ist ja das Wichtigste für die Darmbakterien überhaupt ist, sind in Gewürzen drin. Früher hat man gesagt Ballaststoffe, aber die Pflanzenfaserstoffe, die sind zum Beispiel im Endiviensalat, die sind im Spargel, die sind im Gemüse drin. Ja? Das ist das, was der Körper enzymatisch nicht kaputt machen kann. Das gibt der Darmbakterie Energie und Nahrung. Und je mehr Darmbakterien wir haben, je größer die Vielfalt ist, umso gesünder bleiben wir letztendlich. Mhm. Ich bin ja nur ein kleiner Koch, gell? Aber ich sage, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber es wurscht, ihr seid nicht zu zweit. Wir sind unter uns. Ja, wir sind unter uns. Ich sage, dass Demenz, Alzheimer und Parkinson von der Darmbakterie kommt, sag ich. Ja, könnte man. Ich habe wissenschaftliche Arbeiten, wo man schon weiß, also bei verschiedenen, allerdings nur bei Ratten, aber das ist unfassbar und deswegen muss ich das. Also es gibt ja so einen Spruch, also wenn der Darm beleidigt ist, ja, da muss man aufpassen. Ja? Und wir haben das immer unterschätzt, der Darm, scheiß auf den Darm, also der Durchfall oder irgendwas. Aber das ist die Versorgung hinten raus, wo, sagen wir mal, wahnsinnig viel im Körper nochmal passiert. Und da muss ich, und das, was ich esse, das ist auch entscheidend, ob ich gesund bleibe oder ob ich krank werde. Und wenn ich mich zu sauer, zu fritteusenhaft ernähre, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich Transfette habe. Man muss den Leuten einmal sagen, jedes Öl ab 90 Grad, das Fett kommt aus der Cis-Konfiguration. Und wenn es auf 170 Grad geht, dann geht es von der Cis-Konfiguration in die Trans-Konfiguration. Und dann geht es leider nicht mehr in die Körperzelle, sondern es landet nur noch in der Fettzelle. Und wenn du es halt über Jahre machst, dann braucht man sich nicht wundern, dass man entzündet ist oder dass der Körper sich entzündet, weil Transfette, sage ich jetzt, entzünden auch den Körper, ja. Das ist das Ausgewogene. Früher haben wir einfach gekocht und haben gesagt, gut schmecken muss und ausschaut das. Heute schauen wir, wie können wir die Vitamine erhalten, wie können wir mit der Temperatur runtergehen, was können wir machen, dass der Gast sich letztendlich, dass ihm gut schmeckt, dass er kein Sodbrennen kriegt, ist auch klar, weil die Leute ja alle übersäuert sind. Dann schmeißen sie wieder Tabletten ein. Aber wir müssen schauen, dass er, wenn er bei mir beim Essen ist, dass er sich wohlfühlt. Ja. Michael, ja. Sehr, sehr gerne. Es geht um die Shots und zwar um die optimale Kombination. Der Gernot nimmt seit Jahren die Kombination aus Ingwer und Knoblauch, hat er von Ihnen auch gelernt, hat noch Kurkuma mit dazu genommen. Und da ist die Frage danach, was wäre dabei das ideale Verhältnis? Ja, also eigentlich muss das selber rausfinden. Jeder Mensch ist ein Unikat und bei jedem Menschen geht es ein bisschen anders. Aber die Kombination Kurkuma, Ingwer, Knoblauch ist natürlich Wahnsinn. Da muss ich dazu sagen, es gab einen Pharao, der heißt Imhotep. Und dieser Imhotep hat 2600 vor Christi die Pyramiden von Saqqara gebaut. Die sind südlich von Kairo. Und der hat damals gesagt, jeder Sklave muss jeden Tag Knoblauch kriegen, sonst kriegen die Leute Malaria, ist gleich Sumpffieber. Ja? So. Mhm. Und der erste Streik auf der ganzen Welt hat stattgefunden, 2554 vor Christi, beim Bau der Cheops-Pyramide, die 44 Jahre gedauert hat. Als die Sklaven keinen Knoblauch mehr gekriegt haben, haben sofort aufgehört zu arbeiten, weil sie wussten, dass sie sterben. Und erst als die wieder, jetzt sage ich, Knoblauch, Lauch und Rettich angekarrt haben, haben die weitergearbeitet. Also das ist ein uraltes Mittel, das Einzige, was ein bisschen unpopulär war, du musst dir denken, die haben das nicht so gegessen wie mir, die haben die Nero gegessen, dass man natürlich schon ein bisschen, aber da ging es ums Überleben. Ja? Und außerdem haben die Leute früher nicht bis zum 70. Lebensjahr schöne Zähne gehabt, wie du zum Beispiel. Gell? Und ja, es ist halt so. Und deswegen nennt man auch den Kardamom, den Kaugummi des Altertums, denn die Beduinen kauen heute noch auf Kardamomkapsel, weil der Kardamom das Zahnfleisch und den Zahnschmelz stärkt. In Wirklichkeit, wenn du halt im Orient bist, kriegst du im Kaffee Kardamom und bei den Indern kriegst du im Tee, weil Kardamom senkt die Magensäure. Und Schachspieler kauen gerne auf Kardamomkapsel, weil er den Gehirnstoffwechsel anregt. Wow. Das zum Thema Kardamom. Und Mundgeruch. Deswegen Kaugummi des Altertums. Auch wichtig. Michael? Genau, die zweite Frage war zum Beispiel der Verletzung und Entzündung von Spielern. Da war die Frage von der Monika, Entzündungshemmen, gutes Stichwort. Wenn ich durch den Sport eine Überbelastung, also eine Entzündung habe, was kann ich ernährungstechnisch tun, um die Entzündung schnell loszuwerden? Also loswerden, kommt immer auf die Schwere der Verletzung an, aber basisches Essen wird, saures Essen ist schlecht, das fördert die Entzündung. Basisches Essen, da musst du ein bisschen mehr auf Gemüse gehen, aber nicht auf Verzicht von Eiweiß, denn Verzicht auf Eiweiß heißt, dass die Muskulatur auch weggeht. Ja? Es gibt ja zum Beispiel Käse, Eier, Hähnchen,
Fleisch, man muss ja nicht jeden Tag ein Kilo Fleisch essen, das muss man ja gar nicht. Und das, was mir an den manchen Vegetariern nicht gefällt, ist, dass sie immer schimpfen ums Fleisch. Ich muss doch kein Fleisch essen, um Eiweiß zu haben. Da kann ich doch was anderes auch essen. Ja, das ist in Linsen, das ist in Erbsen, das ist in allen möglichen Dingen drin. Aber wenn du halt sportelst, dann bringst du das nicht über normale Dinge wie Hanf oder über Erbsen oder Linsen her. Weil du brauchst einfach mehr. Wir haben das beim Gnabry, wir haben es bei Olli gehabt, dass die mal eine Woche lang das probiert haben. Aber um diese Belastung, sagen wir mal, gerecht zu werden, da musst du dem Körper ausgewogen auch Eiweiß geben. Ja. Und die Entzündung von normaler Ernährung, das geht schon, ja. Und die okay, Eiweiß wichtig. Und jetzt hat sie noch gefragt, die Monika, glaube ich, war es nach Entzündungen. Also was wäre dann besonders entzündungssenkend quasi? Also entzündungssenkend, was würdest du dort für, wenn wir wieder zum Thema Gewürze kommen, soll sie irgendwas dazu speziell noch nehmen? Also es gibt, also Gewürze sind die höchsten Antioxidantien natürlich. Mhm. Gewürze nehmen automatisch, ohne dass du das merkst, Entzündungen aus dem Körper raus, langsam. Wenn du heute so Cremen hinschmierst, dann sagst du, oh, jetzt spüre ich nichts mehr. Du spürst zwar nichts mehr, aber die Entzündung geht nicht raus. Ja. Entscheidend ist, dass du langsam über Gewürze, da gibt es so Kombinationen, immer der Ingwer gehört da dazu, das ist ja gerade, wenn einer gichtig ist und so weiter, ist es wichtig. Knoblauch auch, aber du darfst es nicht riechen. Du musst die Gewürze so mischen, dass sie inhaltlich sich verstärken und dann funktioniert das, ne? Also wenn du heute eine Tomate isst, ja, dann hat die Tomate einen Stoff, der heißt Inulin. Und der Stoff, der ist hoch antioxidativ. Und, da kannst du, und dann kann dein Körper 3-5% aufnehmen. Wenn du die Tomate erwärmst, dann geht der ganze Pflanzenstoff aus der Tomate raus. Dein Körper kann aber nur 30% aufnehmen. Würdest du die Tomate erwärmen mit Rosmarin und mit Knoblauch, dann verfünffacht sich die Aufnahme von Inulin im Körper. Das können nur Kräuter und Gewürze. Wow. Also das und da schauen wir, wie kann ich die Kombinationen machen? Und weißt du, die Pharmazie interessiert ja das gar nicht, weil die brauchen dich ja nicht unbedingt so, dass du ein Leben lang sagst, jetzt habe ich Gewürze gegessen, der Schubeck, der nervt uns schon langsam mit seinem Schmarrn da. Sag mal, esst ein bisschen was anderes, damit wir eigentlich wieder ein paar Tabletten verkaufen können. Und mal ganz ehrlich, die meisten nehmen ja alle viel zu viel von dem Klump. Ob es dann was nützt, weiß man ja nicht. Aber irgendwann sagt er was, dann machst du das, mache ich. Jetzt kann man sagen, ja, der Schubeck mit seinem Schmarrn, der will ja noch seine Tabletten verkaufen. Ich kann es nur sagen, ich mache es seit 17 Jahren jeden Tag. Und ich arbeite jeden Tag 18 Stunden. Und ich bin topfit, ich bin jetzt 72. Ich laufe meine 132 Treppen auf, das konnte ich mit 53 nicht. Ja, da bin ich dann aufgehechelt, und man denkt, im dritten Stock, na, ist da schon die Aussicht. Aber in Wirklichkeit habe ich keine Puste mehr gehabt. Und das geht, viel ist natürlich Ernährung, das muss man mal sagen, aber auch Sport. Und diese Kombination, also der Arnold Schwarzenegger ist ein guter Freund von mir seit 35 Jahren, wie der Albert auch. Ja. Und der hat immer gesagt, ein Drittel ist Training, ein Drittel ist Schlaf und ein Drittel ist Ernährung. Hältst du das nicht ein, dann wirst nie aus dir was werden. Weil wenn du dich nie richtig ernährst, hast du keine Kraft, schläfst du nicht richtig, kann der Muskel nicht wachsen und trainierst nicht gescheit, dann geht überhaupt nichts. Gut, jetzt ist, glaube ich, nochmal wichtig. Bei dir natürlich, in deinem Studio, entschuldige, das wollte ich jetzt noch dazu sagen. Danke. Danke dir. Jetzt ist aber nochmal wichtig, ist auch immer, wo sollen die Leute kaufen? Du gehst jetzt irgendwo in einen Supermarkt und da stehen dann natürlich... Bei ihm natürlich. Nein, da komme ich jetzt dazu, ja. Da stehen natürlich regalweise Gewürzmischung, Knoblauchmischung. Also jetzt, ich will natürlich verhindern, dass jetzt einer hingeht, okay, jetzt gehe ich in den Supermarkt zum Penny und kaufe mir dann die Gewürzmischung, was da drin steht, hier Knoblauchpulver, dies und das. In welcher Form sollte man das Gewürz kaufen? Ja, also ich versuche immer beim Mischen zwei Dinge zu machen. Einmal liebe ich die Harmonie der Gewürze, das muss man können, dass man weiß, wie bekomme ich einen Körper in die Mischung rein, dann ist, dass keines zu stark vorsticht. Und dann, welche Gewürze können miteinander und welche passen jetzt in die Mischung nicht so rein. Das ist für mich wichtig. Das merkt der Endverbraucher nicht. Aber wenn er sagt, ein Schubeck sagt Curry, der schmeckt mir, dann habe ich es richtig gemacht, weil ich habe die Gewürze so zusammengegeben, wo sie medizinisch eine hohe Wirkung haben und wo sie harmonisch sind. Alles klar. Das heißt, auch du, wo beziehst du die Gewürze her? Gell? Also wo beziehst du die, also wo kaufst du die dann ein, direkt vor Ort? Also oder so, ich arbeite zusammen mit der Firma Fuchs, das ist der zweitgrößte Gewürzhändler der Welt. Und ja, der Herr Fuchs, der ist leider gestorben, das war ein guter Freund von mir. Wir haben uns 17 Jahre lang jeden Tag telefoniert und ich habe da auch ein ganz tolles Verhältnis mit der Firma.
und habe da auch immer mitgeholfen bei Entwicklungen mit dem Herrn Fuchs. Und das, was dem gefallen hat, war, dass ich immer mit der medizinischen Seite gekommen bin. Dass ich gesagt, Gewürze sind nicht nur zum Schmecken, sondern das war Medizin, ich sage mal fast 100.000 Jahre. Und das war für ihn dann neu, dass man die Mischungen, dass man Gewürze nehmen kann, die eine hohe sagen wir mal, Qualität an Gesundheit mitbringen. Es gibt Gewürze, wo du das hochschaltest und dann Gewürze, die da so drinlegen. Ja? Also zum Beispiel die Nelke ist das höchste Antioxidant, was es bei Gewürzen gibt. Gibt nichts Höheres. Ja? Es ist die Nelke, aber so ein ekelhaftes Luder, dass die sich so in den Vordergrund stellt, dass du denkst, um Gottes Willen, langsam, wenn ich beim Blaugrad draufbeiße, ich will sie gar nicht mehr sehen. Ja? Wenn du jetzt aber einmal im Sommer, sollte der mal wieder kommen, ein halbes Kilo Nelken bei dir ins Schlafzimmer stellst, da wirst du keine Mücke finden und keine Schnake dort. Die hauen ab, die hassen die wie die Pest. Wenn du aber nur eine Orange mit 10 Nelken vollstickst, das kannst du vergessen. Das sind wertvolle. Und das bekommst du von dem Unternehmen dann das Rohmaterial für die Gewürze oder wie muss man sich das vorstellen? Bei mir ist es so, ich mache die Rezeptur, schicke die zur Firma Fuchs hoch, bin aber einmal im Monat auch bei der Firma Fuchs und dann werden wir miteinander dieses abgleichen. Die schicken es wieder zurück, gemahlen, wir probieren das aus, ob das so ist, was ich hier gemahlen habe. Ich habe auch so ein kleines Labor hier, wo wir dann die Gewürze mahlen und schauen wir, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, ob der Mahlgrad stimmt oder nicht. Ja. Und dann, wenn man sagt, okay, jetzt passt, dann gehen wir es frei. Wow. Es gibt keine einzige Gewürzmischung von mir, keine, die ich nicht entwickelt habe. Und kann man da sagen, dass bei Gewürzen auch, ob die biologisch angebaut sind oder nicht, dass das eine Rolle spielt? Weißt du, theoretisch hast du recht, ja. Aber aus vielen Ländern kommt sehr viel und bei jedem ist alles Bio. Und glaube ich, da versetzt der Glaube Berge. Also Bio ist gleich gesagt und einer sagt, es wird alles kontrolliert. Das mag schon sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie einer Lebensmittel in Bioqualität kauft und man weiß, wo die herkommen, super. Ja? Aber so manchmal schluckst du den Namen Bio. Es kommt auf die Zubereitung drauf an. Wenn ich ein Produkt zu heiß mache, zerstöre ich alles, ob es Bio ist oder nicht. Deswegen ist die Temperatur der Schlüssel des Kochens. Der Respekt, das Gefühl, eigentlich ist es wie bei einem Menschen. Wenn du einen Menschen respektierst, dann weißt du, hier ist Schluss bei der Kinnlade und da geht es bis zum Bauchnabel runter. Weil, also man kann ja jeden Streit auf einem gewissen Niveau ausreden. Manchmal muss man halt eine Nacht darüber schlafen, damit man sagt, heute bin ich zu wütend, aber morgen geht es schon wieder ein bisschen besser. Und auch wenn man einen nicht mag, muss man mit ihm respektvoll umgehen und mit Würde ihn verabschieden oder ihm sagen, was ihm nicht gefällt. Und das Problem der Leute ist, dass die viel zu lange warten und lassen aus einem Fliegenschiss einen riesen Haufen werden. Machen wir morgen. Und nach einem Vierteljahr denkst du, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was es überhaupt geht, aber die mag ich überhaupt nicht mehr, die Alte da. Und das hättest du am ersten oder am zweiten Tag klären können. Aber man macht es ja nicht, man schiebt gerne, weil die Leute sind alle zu wenig mutig. Und Mut ist etwas, auch das muss man sich ein bisschen aneignen. Ich möchte nicht sagen lernen, aber man ist immer stolz, wenn man gesagt hat, so, dem habe ich es jetzt gesagt. Dann ist man dann bist du richtig happy. Die Frage ist, wie habe ich es ihm gesagt? Also man kann einem Menschen auch das nicht sagen, dass es nicht so funktioniert, oder man kann auch Blädorin. Und heute Blädorin finde ich nicht so gut. Und wenn die, sagen wir mal, Kraft in das Hirn, in den Oberarm runterrutscht, ist es noch schwächer, noch schlechter, wenn du es einem Kleinen aufstreichst. Deswegen ist das normale Gespräch eigentlich und jemand anschauen wäre eigentlich das Beste. Perfekt. Also das heißt, und die Firma, die das für dich macht, die bezieht das direkt aus aller Herren Länder, da wo die Gewürze angebaut. Ja, der Fuchs hat so 20 Scouts weltweit. Die suchen die Gewürze raus, die werden dann hier in Deutschland kontrolliert. Dann wird eingekauft, dann wird es nochmal kontrolliert, ob diese Qualität auch hat. Und wenn die Firma Fuchs ein Pfefferkorn malt, braucht die 7 Arbeitsgänge dafür, damit das Piperin nicht kaputt geht und so weiter. Und wenn es nur so crasht, dann ist halt der Pfeffer mal gewesen. Ja, und das ist eigentlich das, wenn man die besten Malwerke hat, das macht sie natürlich auch die Qualität aus. Und wir schreiben hinten 3 Jahre, die könnte man 5 Jahre auch draufschreiben. Ja. Aber 5 Jahre Gewürz, wenn es im Schrank kostet, dann schmeißt du lieber weg, weil dann weißt du nicht, für was du es gekauft hast. Nur weil du in Sri Lanka oder in Zanzibar mal irgendein Gewürz gesehen hast und da ist man ja, dann kauft man das und das und das. Ich bin lieber für wenig und die auch verwenden. Und dann, wenn ich wieder was Neues habe, ausprobieren, aber nicht 50 Gewürze im Schrank haben und eigentlich nehme ich auch keins her. Und Gewürze bitte immer dunkel lagern und nicht die Sonne hinscheinen lassen, weil da geht jedes Gewürz kaputt. Und auch nicht im Glas, das ist auch nichts.
Also das heißt, die Preisunterschiede bei den Gewürzen, das ist ein Qualitätsunterschied, ganz klar. Also das ist nicht, weil es jetzt dein Name draufsteht, ist jetzt besonders teuer oder so, sondern das heißt, da steckt... Nein. Ich liefere auch an Aldi oder an Hofer und da schauen wir, es sind die gleichen Mischungen. Da möchte ich nichts verändert haben. Und wir müssen schauen, dass wir hochwertig sind und wenn wir schon ein bisschen mehr verlangen, als, sagen wir mal, als es bei Aldi normal ist, dann muss es auch erkennbar geschmacklich sein. Ja, und ich gehe von der Mischung, ich gehe von der Qualität keinen Millimeter runter. Mhm. Und diese Shots, die ich da habe, die mache ich ja nur eigentlich für den FC Bayern. Ja, die da. Mhm. Ja. Und da ist alles drin. Da ist Astaxanthin drin, das höchste Antioxidant. Da habe ich Silizium drin, da habe ich Resveratrol drin. Alles hohe Antioxidantien, das im Rotwein drin ist. Und dieses Silizium ist ja für Haut, Haare, Nägel gut. Und überhaupt, dass man Frische im Gesicht hat. Und das macht ja einer gar nicht. Nein, meistens gibt es so einen Apfelsaft, da ist ein bisschen ein pulverisierter Ingwer drin. Und das ist dann der Shot. Das geht bei mir nicht, weil das die Spieler nehmen. Und die Spieler müssen fit bleiben. Und das möchte ich auch, dass die anderen Leute, die das wollen, genauso in der Qualität kriegen und nicht irgendwie abgespeckt. Und wir produzieren das jeden Tag frisch in der Küche. Okay, und wir können das auch kaufen? Oder, Du schon, als einer der besten Studios, der wäre jetzt nicht beleidigt, wenn du das rummixst. Alles gut. Wir wollen nochmal kurz, Michael, wenn du jetzt nichts dazwischen hast, würde ich nochmal auf gewisse sozusagen Gewürze eingehen, was die machen. Jetzt sagt man ja, Rosmarin beispielsweise wäre gut für den Kopf. Ja, wieso und warum? Ist es irgendwie eine Großmuttergeschichte oder steckt da was dahinter? Also die Griechen haben vor 2.500 Jahren den Studenten Rosmarin ins Haar geflochten, was bei mir jetzt noch nicht mehr so geht. Nur noch ein paar so Federn drauf, bei dir geht es noch besser. Damit sie sich Erlerntes besser merken können. Und wenn jemand gestorben ist, dann hat man aus Respekt und Dankbarkeit einen Bund Rosmarin ins Grab geworfen, um sich an ihn zu erinnern. Und heute weiß man, dass der Rosmarin die Carnosin- und Carnosolsäure hat. Und die bewirkt tatsächlich, dass du dir Erlerntes besser merken kannst und dass die Fettaufnahme im Darm geregelt ist. Also das heißt, Gewürze verhindern, dass Nahrungsfette zu stark ins Blut reingehen. Das merkst du beim Majoran, beim Bratkartoffel oder beim Majoran, wenn man jetzt eine Schweinebratensoße macht. Entschuldigung. Und so, wenn man richtig würzt und die Gewürze nicht überdreht, wenn ich manchmal so Kochsendungen sehe, denkt man, es tut ja das Gewürz am Anfang, ich kruzifix, das kleine Gewürz, das arme Lurder, wird jetzt 2,5 Stunden geschunden, brodelt da dahin, das leidet wie ein Hund. Ne? Du musst dir mal vorstellen, wenn du 2,5 Stunden ausgekocht wirst, wie du ausschaust. Und so geht es im Gewürz auch. Deswegen gibt man Gewürze immer die letzten 10 Minuten dazu, lässt sie simmern und dann haben sie die höchste geschmackliche Wirkung und auch die höchste gesundheitliche Wirkung. Okay, also haben wir Rosmarin, ist für das Gedächtnis. Ingwer, Kopfschmerzen, ist da was drin, oder? Ja, Ingwer hat einen Stoff, der heißt Gingerol, der wirkt genauso wie Aspirin. Also ich gebe jeden Tag in Kaffee bei mir meine Ingwertropfen rein. Ich meine, das ist mein Kopf, der müsste ja von Haus aus wehtun, aber wie durch ein Wunder tut er nicht weh. Also, und meine Mutter hat immer Zitrone reingedrückt, ja, wenn man Kopfweh hatte. Ich gebe schon seit 15 Jahren Ingwertropfen rein. Und wenn man jetzt sagt, der schmeckt das musst du mal probieren, also ich mache Zucker sowieso nicht rein, aber die Leute, der Kaffee hat einen ganz aparten Geschmack und dann passt es. Und dann tue ich Ingwer, also beim Ingwer muss man wissen, der Ingwer, wenn du den Ingwer schälst, schmeißt du 50% seiner kompletten Inhaltsstoffe weg. Denn unmittelbar unterhalb der Haut, das ist auch für die Tomate und für den Apfel, sitzen 50% aller Inhaltsstoffe. Deswegen, wenn man das möchte, dann muss man einen Löffel nehmen und das so ein bisschen abschaben und dann funktioniert das, ja. Aber ich tue Ingwer immer in Scheiben schneiden und dann lege ich den rein. Wenn ich ihn ein bisschen frecher haben will, dann reibe ich ihn rein, lasse ihn vielleicht eine halbe Minute heraus, damit er Sauerstoff kriegt. Und wenn er Sauerstoff hat, erhöht sich seine medizinische Wirkung. Und dann lege ich ihn rein und lasse ihn vielleicht mit einer Scheibe oder 2 Scheiben Knoblauch laufen. Und dann muss man überlegen, welches Gewürz passt jetzt dazu. Also ich würde ihn nie... Ich würde nie Thymian und Rosmarin zusammen, da steht in jeder Rezeptur drin. Die mögen sich nicht. Gesundheitlich ja, aber geschmacklich sind das 2-Liter-Gewürze. Du musst dir vorstellen, der Ingwer, den musst du dir vorstellen wie ein Orchester. Dem Ingwer ist immer ganz wichtig, dass sich jeder mit dem anderen versteht. Das Gleiche macht der Koriander. Der Koriander ist ein ausgleichendes Gewürz. Der Kümmel ist ein Frechdachs, der sitzt vorne. Der Kardamom ist ein frecher Hund, die wollen halt nach vorne gehen. Aber der Ingwer ist einer, der mit jedem kann. Der kann es mit der salzigen Küche und der kann es auch mit der süßen Küche.
Okay. Und jetzt ist er auch noch gut. Warum ist der Ingwer auch noch ein Magenfreund? Also was steckt da dahinter? Ja, weil der Ingwer ein Gewürz ist, der beruhigend ist. Der Ingwer versucht sofort, die Magennerven zu beruhigen. Ein ausgleichendes Gewürz. Und deswegen lässt er auch jedes Gewürz leben. Der ist ja geschmacklich, ist er ja, wenn du ihn isst, ist er scharf. Das musst du ja nicht machen. Also du legst ihn rein, schaust, dass deine Inhaltsstoffe rausgehen und dann kannst du ihn essen oder nicht, weil dann ist er halt langweilig. Aber es gibt ja auch, die essen ihn roh. Und wenn du mal an der Bar bist und musst du dem anderen unter den Tisch saufen, dann schneidest du den Ingwer ganz dünn in Scheiben, nimmst ein bisschen Olivenöl, tauchst ihn ein und isst ihn. Dann merkst du die Schärfe nicht. Da sagst du, wo ist denn der jetzt, der andere? Der liegt schon unter dem Tisch und du bist immer noch fit. Und Ingwer ist ein Witz. Ingwer ist ein hoher Leberentgifter. Ah, okay. Okay. Ein Ingwer, seine komplette Aufgabe ist, zu Entzündungen rauszunehmen, zu entgiften, wo es geht. Und deswegen, wenn Leute ein bisschen gichtig sind und die ein bisschen ingwerreich essen, werden die merken, dass die ganzen Schmerzen schön langsam weggehen. Also Gicht ist auch nichts anderes als Entzündungen im Gelenk. Gicht ist übersäuertes Essen. Ja. Okay. Im Laufe von so und so vielen Jahren. Und es gibt halt viele junge, die Alkohol ist sauer, wir sind sauer, der Sauerstoff ist sauer. Ja. Also wenn wir schon alle sauer sind, dann muss ich schauen, wo ist denn die Base? Und die muss ich mir suchen dann. Ja. Aber es ist immer im Leben, ist es die Balance. Ja. Was macht der Koriander, was macht ihn zum Energiespender, den Koriander? Also was hat er geschafft? Also es gibt ja zwei verschiedene. Also das eine ist der grüne und das andere ist der auf dem Brot drauf ist. Und der Koriander ist sehr magenberuhigend. Ich habe es jetzt erst gesagt, der Pedanus Dius Corridus, der hat gesagt, der 50 nach Christi geboren ist, wenn du Bauchweh und Koliken hast, dann sollst du Koriander nehmen. Keinen weißen, keinen schwarzen Pfeffer oder sonst was. Denn es ist der auch so ähnlich ist wie der Ingwer beruhigt. Er ist nur geschmacklich intensiver. Der Ingwer ist so zitronig, so frisch. Und der Koriander ist schon einer, der sagt, hallo, ich bin auch noch da. Aber ein sehr ausgewogenes Gewürz, die, sagen wir mal, Harmonie sucht, auch Harmonie im Körper sucht. Aber jetzt eine Frage, also unsere Tochter mag Koriander überhaupt nicht. Nein, du kommst jetzt mit dem Grünen daher. Und jetzt sage ich dir was, du meinst den Grünen, ja? Ja? Also beim Grünen ist es so, dass man leider den Koriander viel zu früh ins Essen reingibt. Da wird wieder seifig. Aber wenn du mal wirklich einen ganz eleganten Koriandergeschmack haben möchtest, dann nimmst du nur die Stiele. Den schneidest du ganz fein, also wie ein Schnittlauch, und streust die zum Schluss drüber. Und wenn es dann drauf beißt, dann merkst du diese Harmonie, dass du denkst, es gibt's ja gar nicht, der ist ja gar nicht seifig. Denn wenn du ihn heiß machst, dann wird er frech und dann will er jedem Gericht seinen Stempel aufdrücken. Und das geht eben nicht. Also zum Schluss ein bisschen drüber. Und den Salat, nein, ist auch gut. Ja, das mache ich. Ja. Und Chili, der ist doch gut für das Immunsystem. Was kann der? Also ich meine, Was ist für ein Stoff drin, was das gut für den... Der Chili hat einen Stoff, der heißt Capsaicin. Und Capsaicin regt die Produktion der Magenschleimhaut an. Ja? Mhm. Also der macht das nicht alles kaputt, sondern der regt es an. Zu viel ist natürlich überall schlecht. Der Chili ist das einzige Gewürz, der die Fettzelle in den Zelltod treibt, ja? Und der das Hungergefühl stoppt. So, jetzt muss man sagen, jetzt haben wir 5 Chilischoten rein, und da dreht es die gleich auf. Die Dosage macht das Gift. Ja. Und wenn ich esse jeden Tag, ich habe so einen runden Chili, die knacke ich mir an und schlucke jeden Tag so eine kleine Kapsel Chili. Ja? Die mag mir jetzt geholfen haben beim Abnehmen oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe versucht, die Kombination zu wählen. Weniger weißes Mehl, ein bisschen Gewürze, den Stoffwechsel anregen, natürlich trainieren. Und dabei nimmt man unbewusst ab, ohne dass man Kraft verliert. Wow. Okay, jetzt haben wir noch... Und da muss ich noch sagen, der Chili ist ein Gewürz, der ist zwar scharf, aber er lässt jedes andere Gewürz leben. Er ist nur scharf. Der Pfeffer. In welcher Form isst du den Chili dann? Oder in welcher Form machst du das? Also, schneiden halt ein bisschen rein. Entweder, ich habe so getrocknete, milde Chiliflocken, da streue ich so ein bisschen was drüber. Weißt du, der Chili ist ein Gewürz, auch wenn es scharf im Mund ist, der macht dich süchtig. Der sendet Endorphine aus, dass du sagst, jetzt probiere ich es nochmal. Dann denkst du, ich spinne, der ist doch viel zu scharf. Aber das ist wie eine Sucht. Das ist genauso, wenn du heute Vanille nimmst, also Vanille sendet ja auch Endorphine, das sind so Glückshormone, aus, und wer es auch macht, ist der Safran. Der Safran ist zwar das teuerste Gewürz der Welt, und so 1500, glaube ich, vor Christi gibt es auf der Insel Santorin, gibt es in einem
Höhlensystem, ein Gemälde. Da sieht man, wie eine Frau aus einer Krokusblüte einen Safranfaden rausnimmt. Und am Ende des Bildes sieht man, wie ein Mann den Safranfaden ins Auge eines Menschen gibt. Und heute weiß man, dass der Safran Lutein und Zeaxanthin hat und die schützt das Netzhaut gegen das UV-Licht, das ein freies Radikal ist, damit sich der graue Star ein bisschen schwerer tut. Aber man nimmt es auch daher, wenn man sich so ein Safran-Tee macht, für Leute, die depressiv sind, zum Beispiel, die niedergeschlagen sind. Der Safran ist ein Stimmungsaufheller. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man gleich Halluzinationen kriegt, aber es ist so, und wenn du 20 Gramm Safran nimmst, bist du tot. Also kannst du jeden umbringen, ja klar. Aber so ein bisschen, also ein Gramm Safran ist so ein Riesenhaufen, das wiegt ja nichts. Ja. Aber so ein bisschen Safran und da gibt es so einen kleinen Mörser, da klopft man ein bisschen drauf und dann pulverisierst du den selber. Ja, keinen pulverisierten kaufen, weil der ist nur gemischt mit irgendeinem anderen Schmarrn, sondern mit Paprika, mit jedem anderen Gramm, sondern du musst schon gescheiten Safran kaufen, pulverisieren, heißes Wasser drauf und trinken in der Früh, dann merkst du, dass du einfach dich wohler fühlst. Und man nimmt es jetzt auch schon bei Leuten her, die depressiv sind und hat gemerkt, dass die Mittel der Pharmazie nicht besser wirken als wie das Safran. Jetzt haben wir noch den Kümmel, eigentlich ein ganz altes Gewürz. Was macht der eigentlich? Ja, der Kümmel ist natürlich ein entblähendes Gewürz, wo man sagt, also Kümmel, Anis, Fenchel. Wenn du das ein bisschen mixt, dann wirst du sehen, nach 5 Minuten sind deine Blähungen nicht mehr vorhanden. Und es gibt ja 2 verschiedene Kümmel. Das eine ist der Kreuzkümmel, der kommt eigentlich aus dem Orient. Das ist der Kümmel, den die Ägypter schon für 4.000, 5.000 Jahre hergenommen haben. Das, was wir haben, ist der Wiesenkümmel. Ja? Mhm. Und den gibt man halt hin bei Dingen, die ein bisschen blähend sind. Sauerkraut, magst du ein bisschen Kümmel hin. Nicht so viel beim Krautsalat, wenn du den roh anmachst, ein bisschen Kümmel hin. Das sind immer so Dinge, die dir helfen, dass du die Pflanzenfaserstoffe, die ja im Kraut drin sind, auch nicht diese Blähung hervorrufen, sondern dass du dich einfach wohlfühlst. Ja. Wobei man sagen muss, Kümmel ist ein Gewürz, das mengen viele nicht und deswegen musst du ihn immer so unterjubeln, dass sie nicht merken, was da drin ist. Und wenn du ein bisschen Koriander, also nicht deinen grünen Koriander, sondern den anderen nimmst, ein bisschen Kümmel nimmst, dann wird der nicht so frech und dann sind das beide Gewürze, die wahnsinnig gut sind für die Verdauung. Aber ich mag, ehrlich gesagt, in einem schönen Krautsalat ist Kümmel, also ich mag das persönlich. Und da darfst du nicht, und da darfst du nicht pulverisiert, bitte? Ja, ich wollte nur sagen, kennst du den Frankfurter Handkäse mit Musik? Ja, den kenne ich. Den kenn ja, ich. Du hast immer Kümmel drin. Der schmeckt nicht schlecht. Ja, also ich finde es furchtbar. Ich finde es super. Aber weißt du, wie du jetzt gesagt hast, beim Krautsalat, da würde ich ihn nie pulverisiert reingeben. Ich möchte, dass man auf den Kümmel drauf beißt. Dann denkst du, wow, das schmeckt doch eigentlich. Gell? Und dann gibt es ja den Kümmel gebrochen, der ist nur halb so groß. Und dann schmeckt es so gut, man darf nur nicht überdosieren. Weil bei Gewürze ist nicht die Menge wichtig. Es ist überhaupt wichtig, dass du ein bisschen was hinhörst. Und das regt den Stoffwechsel an. Das ist entzündungshemmend. Und es gibt nichts Höheres auf der Welt. Als Gewürze sind die höchsten Antioxidantien und entzündungshemmend überall. Täglich. Nicht einmal im Jahr. Warum passt Kümmel und Käse so gut zusammen? Weil Käse schwer verdaulich ist und Kümmel hilft dir, den Käse ein bisschen leichter, sagen wir mal, mit dem Darm anzufreunden, um das ein bisschen nett zu sagen. Dann habe ich noch einen. Dass er nicht so drin hängt, wie der Klumpen auf Bayerisch gesagt. Genau. Ja, eben, bei Käsefondue zum Beispiel. Ne? Ja, in der Schweiz. Genau. Kümmel drauf. Das wird. Jetzt haben wir gerade zur Weihnachtszeit haben wir noch den Zimt, ja, den essen wir ja im Sommer nie. Sollten wir den ganzjährig essen, deiner Meinung nach, den Zimt? Ja, Zimt ist natürlich ein hoher Blutzuckersenker, wobei man aufpassen muss, es gibt ja 2 verschiedene Zimtorten, also Sorten. Das eine ist der Cassia-Zimt, der schaut aus wie ein Rohr. Also es ist so ein dickes Rohr und die hat 87.000 Milligramm Kumarin, das ist ein blutverdünnendes Mittel. Und der Ceylon-Zimt, der edlere, der schaut aus wie eine Zigarre, der hat nur 7.000 Milligramm Kumarin. Also der ist wesentlich gesünder und Zimt ist etwas, was zum Beispiel für Diabetiker, für Leute, die ein bisschen am Rande ihrer Werte sind, ist der Zimt wunderbar. Nur bitte nicht überdosieren, weil der Zimt ist sehr frech. Da setzt sie sofort von hin und sagt, jetzt ist alles zimtig. Nimm ihm den Speed raus. Gib ihm ein bisschen Ingwer dazu, dann wird er schon ruhiger. Verstehst du, es gibt so Gewürze, wenn du die da reinmischst, dann ist die Wirkung vom Zimt da, aber die Gewürze nehmen immer so ein bisschen die Frechheit weg. Mhm. Dieses Zimtige. Ja, weil viele mögen dieses Zimtige, Übertriebene nicht so gerne. Weil es dann nein, das mag kein Mensch. Und das ist die Kunst beim Würzen, dass die Harmonie eintritt, dass die Gewürze sich in der Mischung schon mögen. Und wenn du das zusammenbringst, dass keiner frech vorsticht, dann hast du die Schwingung der Gewürze erreicht und damit gehen sie mit ihrer antioxidativen Wirkung nochmal nach oben.
Wahnsinn. Toll. Michael, ich bin mir sicher, du hast auch noch ein paar Fragen für uns. Ein paar ist gut. Also sind sehr viele Fragen noch da, was mich sehr, sehr freut, weil das scheint wirklich den richtigen Zahn der Zeit getroffen zu haben bei unseren Zuhörern. Ich würde einfach ein paar mit reingeben, die jetzt noch nicht beantwortet sind, weil ein paar haben sich dementsprechend schon aufgrund dessen, was wir an Fragen hatten, auch ergeben. Die Monika hat nochmal geschrieben, dass sie häufiger gehört hat, dass Ingwer, Knoblauch, Kurkuma und Chili könnte man ziemlich jetzt viel nehmen zum Steuern. Aber wie häufig und in welchen Mengen muss ich sowas zu mir nehmen, damit es auch wirklich Heilkräfte entfaltet? Ja? Jeden Tag. Jeden Tag. Ich nehme Gewürze jeden Tag. Also ich nehme ungefähr so, ich bin ein bisschen verrückter, das werden Sie gemerkt haben, ich nehme ungefähr so 4 Gramm am Tag. Und zwar habe ich so eine spezielle Kapsel, das nenne ich Kurkuma Spezial, wo ich das 95%ige Kurkumin drin habe, wo ich Astaxanthin drin habe, wo ich das Resveratrol drin habe, wo ich alles drin habe. Ingwer natürlich, auch das Piperin hochdosiert auf 90%. Und die nehme ich als Antioxidanz für mich. Ja. Dann nehme ich aber auch, dann habe ich Kapseln gemacht für mich jetzt. Ja. Also für diesen Virus, da lachst du jetzt da. Aber es gibt wirklich Studien, wo Gewürze extrem verhindern, dass der Virus in die Zelle reingeht. Das ist unfassbar. Aber wie gesagt, da muss man sich einfach extrem damit auseinandersetzen. Dann gibt es ja für alles Mögliche was, für den Blutzucker, für den Blutdruck. Es gibt Gewürze, können alles, wenn man sich damit befasst. Aber jeden Tag. Denk einmal an Tabletten, die musst du jeden Tag nehmen, jeden Tag. Aber Gewürze haben ja noch eine Wirkung, die stärken dein Immunsystem. Die sind entzündungshemmend und geben dir Kraft. Und wenn du das nicht als Kapsel nimmst, die schmecken auch noch. Die Hildegard von Bingen hat einmal gesagt, Gewürze ist die einzige Medizin, die schmeckt. Das ist ein guter Spruch. Ja, sehr guter Spruch. Ja. Michael? Und dann war noch die Frage nach der Haltbarkeit von Gewürzen. Die kamen ein paar Mal, also wie lange Gewürze generell haltbar sind. Sie hatten ja schon gesagt, so 3 Jahre, auch 5 Jahre zum Teil. Länger sollte es nicht entsprechend sein, aber kann man da so generell eine Thematik zu sagen? Also mal ganz ehrlich, wenn du heute ein Gewürz kaufst und nach 3 Jahren hast du es noch im Schrank, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Weil du kaufst ja nicht ein Kilo Gewürz. Hat es nicht so geklappt mit dem täglich dann. Irgendwas hat es nicht, weil du so klappst, ich habe mein Gewürz gemacht, ein 6-Gewürz, gell? Und zwar als Witz habe ich draufgeschrieben S-E-X anstatt S-E-C-H. Und dann war am Abend war die ganze Duddel leer. Dann habe ich gesagt, mein Spitz, habt ihr das weggeschmissen? Dann haben sie gesagt, nein, da waren ältere Herrschaften da und haben gefragt, ob das was nützt. Und dann habe ich schon zwei Gerichtsverhandlungen gehabt mit diesem scheiß 6-Gewürz, weil einer gesagt hat, er hat mit seiner Frau gegessen und dann sind sie da gesessen, haben das Gewürz hergenommen und dann hat sie nichts gerührt. Ich kann nicht sagen, wechselt der Alte aus, das geht ja nicht. Ja. Also so ein Depp. Verstehst du das? Also die Leute, die kennen ja keinen, also ein bisschen ein Charme, ein bisschen ein Witz gehört dazu, aber Gewürze sind extrem stoffwechselanregend, wenn man sie in der richtigen Mischung macht, das stimmt. Aber jetzt einmal ganz ehrlich, also 3 Jahre Gewürz, das ist ja, also da, und du kaufst ja 40, 50 Gramm, ich meine, das wäre doch irgendwann, also wenn ich ins Essen nicht schneide, dann habe ich das Gewürz natürlich noch 10 Jahre da. Ich sage immer, lieber weniger, wenn man sagt, ich brauche einen guten Curry, dann wenn ich ein bisschen bayerisch koche, dann brauche ich vielleicht ein paar Bratkartoffelgewürze, ein Schweinebratengewürz, dann ein Gulaschgewürzbrei. Für Pasta gibt es verschiedene Gewürze, da haben wir ja das Italienische und das Venezianische und das alles Mögliche da. Dann habe ich für den Orient auch Gewürze gemacht und zwar nicht so extrem, wie man es im Orient ist. Als ich meine Gewürzreise gemacht habe, da habe ich begonnen in Marokko, nach Tunesien, habe den ganzen nordafrikanischen Gürtel gemacht, also den Maghreb, bin dann das alte Ägypten, das alte Rom, das alte Griechenland, bin dann nach Beirut, von Beirut nach Damaskus, von Damaskus nach Jerusalem, von Jerusalem bin ich dann nach Istanbul, von Istanbul nach Indien, dann nach Thailand und dann Vietnam und dann war ich noch in China. So, und das habe ich immer, da bin ich 14 Tage geblieben, dann wieder weg, um das Land und die Leute zu verstehen und zu kapieren, warum würzen die jetzt mit dem Gewürz? Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass es so unfassbar nette, höfliche, nette Leute gibt und die das so nett erklärt haben und eigentlich ein Leben lang das schon machen. Ja? Und Gewürze sind ja für die Seele gut. Denn wenn du gut drauf bist, bist du ein anderer Mensch. Hast du mehr Lebensfreude, mehr Lebenslust und du machst Dinge, die du vielleicht sagst, nein, mag ich nicht, lauter Schmarrn, lauter Kass.
Nichts ist ein Chaos. Das Leben, du hast jeden Tag die neue Möglichkeit, Gas zu geben. Und man muss auch ein bisschen verzeihen können im Leben und nicht alles nachtragen. Ja, selber ist man auch nicht 100%, sondern selber macht man auch Fehler. Und verzeihen finde ich auch eine wunderbare Gabe, weil da kann man jeden Tag wieder neu anfangen. Ja? Und ich mache Dinge, die mich ärgern oder wo ich sage, scheiße, das mache ich immer zwischen 8 und 12. Den Nachmittag ist der Mensch nicht mehr entscheidungsfähig, da kommt lauter Schmarrn raus. Aber in der Früh, da bist du mutig und dann sagst du, wow, so, den habe ich jetzt zusammengeschissen, jetzt geht es mir wieder gut. Stehst, aber dieses vor sich hinziehen, immer, und dann sagst du, nein, den ruf jetzt morgen an, morgen rufst du übermorgen an. Und irgendwann weißt du gar nicht mehr, warum du ihn anrufen wolltest. Die Frage nach Salzen kam auch jetzt dreimal auf. Es gibt ja unterschiedliche Salzsorten. Was sollte man jetzt zum Kochen am besten für ein Salz nehmen? Also, du hast recht. Wir haben auch, glaube ich, 30 verschiedene Salzsorten bei uns im Gewürzladen. Und Salz besteht aus 98% aus Natrium und Chlorid. Also weiß ja jeder, dass das scheiße ist. Aber das ist halt Salz. Der Mensch braucht Salz, nur nicht zu viel. Und früher war es ja so, wenn die Leute eine Suppe bestellt haben, haben sie als erstes eine Maggi genommen. Ja, Maggi in die Suppe, Salz in die Suppe und Pfeffer drauf. Die haben sie gar nicht probiert gehabt. Ja. So, das ist eigentlich schade für den Koch, der das zubereitet. Und ich finde, mit Salz muss man aufpassen. Also ich, wenn Gewürz, ich wenn beim Kochen bin, gebe ich Salz zum Schluss. Weil Salz ist ein Geschmacksverstärker. Aber ich muss zuerst merken, dann da gebe ich jetzt noch ein bisschen vielleicht Majoran, ein bisschen Thymian, da gebe ich das oder das rein. So, und dann schließe ich das ab mit Pfeffer. Und dann, und beim Pfeffer, so der isoliert dann den Geschmack oder der Chili. Und dann schaue ich, geht nur Salz ab oder nicht. Und wenn du vorher salzt, dann gibst du einen Geschmacksverstärker rein, der dich vollkommen manipuliert im Mund. Also das ist nachher das finale Abstimmen quasi, das Salz. Das Salz in der Suppe. Ja, das ist so das Letzte. Gibst ein bisschen Salz geht noch ab. Aber wenn du Salz vorher gibst, bist du manipuliert mit deinem Geschmack. Das ist wie wenn du bei einer Weinprobe bist und du probierst 5 verschiedene Weine, dann hast du nur 2 Durchgänge. Beim dritten schmeckst du gar nichts mehr. Da schmeckt ja jeder Fussel. Weil du nicht mehr so diesen feinen Geschmack hast. Was ich noch immer finde, ist, dass im Moment in den Restaurants so viel mit Zucker gekocht wird. Dass so viel gesüßt wird. Ja. Also ich finde es grauslich, wie süß. Mit was wird gesüßt, habe ich es akustisch nicht verstanden. Mit Zucker. Also ich finde, Zucker ist, weißt du, Zucker ist auch ein Geschmacksverstärker. Ja. Das ist wie Salz. Und damit manipulierst du, wenn es nicht schmeckt, du hast halt ein bisschen von dem rein, von dem rein. Und dann sagst du, naja, so schlecht ist das gar nicht. Aber die Basis, also Gewürze sind ja nicht nur Geschmack, Gewürze ist ja Gesundheit. Mhm. Und bei jedem Löffel muss ich Gesundheit löffeln und mich wohlfühlen. Deswegen muss man es jeden Tag machen. Und jetzt ist der Bärlauch da. Der Bärlauch hat alle positiven Eigenschaften des Knoblauchs. Er riecht noch nicht so stark. Er ist medizinisch sogar noch höher. Und wenn man sagt, ja, was mache ich mit dem Bärlauch? Den kann man wunderbar einfrieren. Ja? Also das geht wunderbar. Und dann nimmst du ihn halt raus, das ist ein bisschen lätschert, aber kannst da Pesto machen, kannst alles Mögliche draus machen. Bärlauchsuppe, Bärlauchsoße, Bärlauchpüree, ein Bärlauch mit Reis, da kannst du alles machen. Das passt perfekt, weil ich wollte es gerade noch mit reinbringen, weil die Ulrike nämlich genau das gerade gesagt hat, dass sie frisch gepflückten Bärlauch zu Salz verarbeitet hat. Und jetzt fragt, was kann ich denn damit machen? Also wenn Sie den Bärlauch oder wenn du Pesto machst, bitte nie Salz dran geben, da wird es grau. Das Salz verändert die Farbe. Salz immer zum Schluss. Und dann, weil wenn du das einfrierst und du gibst ein Pesto, machst du Salz hin, dann wird es grau. Und wenn du ihn schön in der Farbe haben willst, dann machst du das Salz hin zum Schluss und dann passt es. Übrigens beim Bärlauch aufpassen. Nicht mit Maiglöckerl verwechseln, weil sonst war es das in deinem Leben. Du kannst ja nur noch winken am Sarg und sagst, schön war es, gell. Solange jetzt meine Blätter schon, da birgt es die weg. Das würde jetzt keine Aufforderung sein für jemanden, der einen wegschießen will, aber. Ja, genau. Ein paar Mal. Aber die Bärlauchblätter sind ganz weich, ganz zart wie Seide, also wie eigentlich eine Frau sein sollte, ja. Und die Maiglöckchen, die sind ganz harte Blätter, das merkst du sofort, das stimmt nicht, gell. Schauen aber das, von der Form her aus wie Bärlauch. Das stimmt, das kenne ich noch von früher aus der Heimat, der Bärlauch. Wenn es da bei uns zu Hause Bärlauch gab, dann hat es erstmal auf jeden Fall krochen in der Küche. Das gibt noch einige Fragen zum Thema zu den Kapseln. Zum einen, wo es die zu kaufen gibt und zum anderen, ob die quasi selber produziert werden. Also ich mache die für mich, mache ich selber und im Laden verkaufe ich dieses Kurkuma Immun. Das ist auch mit 95, also mit hochdosierten Kurkuma. Und dann habe ich noch was fürs Gelenk, weil die Leute oft Gelenkprobleme haben. Und jetzt mache ich gerade für die Leber, für alles mögliche, Blutdruck, fürs Gehirn und so. Die sind gerade in der Entwicklung.
Und ich selber habe da auch alle möglichen, die ich hernehme. Gut, und die haben. Ich muss fit bleiben. Ja, absolut, absolut. Ja. Komm, jetzt und die. Ich mal vor ins Studio, gell? Jetzt hörst du. Ja. Bring da meine Shots vorbei. Meine Shots kriegst du jetzt. Oder? Ja, sehr, sehr gerne. Und wie ist es nochmal ganz kurz? Die kannst du im Laden natürlich direkt kaufen, hier am Platze. Aber ja, ja. Kannst du auch noch, ihr versendet die auch, wenn jemand. Die haben im Internet, auch, ja. Mhm. Super. Mhm. Und ich würde den Leuten mal empfehlen, dass sie mal ein paar Ingwertropfen nehmen und den Kaffee reingeben oder ins Wasser reingeben, wenn sie Mineralwasser trinken und nach Möglichkeit Mineralwasser ohne Säure trinken, weil es ist sauer. Normales Wasser ist basisch. Ja. Und da kann man sehr viel, sagen wir mal, gut machen. Und ich finde, also ich wenn eine Schorle trinke, dann gebe ich ein Sprudelwasser rein. Aber normales Wasser schmeckt viel besser ohne Kohlensäure. Also für mich, weil jeder macht es anders, gell? Wenn es aus der Glasflasche kommt, wenn es aus der Plastikflasche kommt, schmeckt es gar nicht. Ja, das ist natürlich auch immer ein Problem, wenn man messen würde, was da alles drin ist. Ich traue mir das gar nicht sagen, weil sonst wäre ich wieder geschimpft. Und deswegen trinken wir es heute, so wie es kommt. Aber ich greife den Ball nochmal auf, weil du wirst von der kompletten Community bei uns hier gelobt über all dein Wissen. Und es war jetzt 3-4 Mal die Frage, ob es das Wissen irgendwo zu kaufen gibt in Form von einem Buch, wo du über die Kombination... Dazu möchte ich sagen, ich bin jeden Tag dabei, mich weiterzuentwickeln. Und wenn ich mal das Gefühl habe, jetzt weiß ich ein bisschen was, ich bin erst am Anfang, also für normale Menschen weiß ich schon viel, aber ich bin nicht zufrieden. Ich möchte noch viel mehr wissen, ich möchte die Kombinationen wissen. Wie kann ich Gewürze zusammengeben, dass sie die Nahrung noch mehr in den Körper einschleusen, dass es noch mehr funktioniert? Und bin jetzt gerade dabei. Und es ist jetzt so ein hochinteressantes, spannendes Thema. Und da wirst du mal denken, wenn du 1.002 Jahre zurückgehst, was die unbewusst wussten, das ist Wahnsinn. Ja? Und das Wissen ist jetzt zum Teil verloren gegangen. Ja? Und das, was noch da ist, das weiß ich nicht, ist immer richtig aufgeschrieben worden. Oder nicht den Konfuzius, der ist, glaube ich, 559 nach Christi geboren. Der hat in alles, hat der Ingwer reingegeben. Der hat den Ingwer geadelt damals. Ja? Das war ein Chinese, der war so Gelehrter. Und der hat am Ende seines Lebens gesagt, eigentlich glaube ich, ich habe nichts im Leben erreicht. Und danach hat China 800 Jahre nach seinen Regeln gelebt. Aber da sieht man die Leute, die Zufriedenheit, wenn ich sage, also wenn ich in der Früh, ich schaue jeden Tag in den Spiegel rein, also solange ich mich noch selber erkenne. Dann denke ich mir, Gott, sie Fünferl, du musst mehr Gas geben, Junge. Da hast du noch viel mehr Dampf drin. Denn der liebe Gott gibt dir nur so viel zu tragen auf, wie du ertragen kannst. Aber du hast schon ein Buch geschrieben über Gewürze, ja? Also ich habe 3 gemacht. Einmal, das sind 2 Reisen, einmal Asien und einmal das Orientalische. Dann habe ich so ein dickes Buch. Da habe ich die ersten 120 Seiten nur Gewürze beschrieben. Und dann ist jedes Rezept mit einem Bild hinterlegt. Und das möchte ich jetzt nächstes Jahr nochmal, nach dem heutigen Wissen, nochmal neu machen. Aber ich bin da so hungrig, weil das macht mir so Spaß, weil das ist Leben. Das ist etwas, wo ich merke, bei jedem Gewürz, das ich zu mir nehme, nehme ich geschmackvolle Gesundheit auf. Mhm. Und bitte nicht überdosieren. Zu scharfes Essen ist nichts, aber Essen ohne Würze ist auch nichts. Na, du, herzlichen Dank. Also ich denke, was wir auch mitnehmen konnten, neben natürlich dem Know-how und auch dem Thema, wenn man der Beste sein will in seinem Bereich, darf man nie aufhören zu lernen. Und ich denke, da bist du wirklich auch ein Muster. Und vielleicht, wenn ich noch was sagen darf zum Schluss, wir Männer, also wenn es vom Fitnessstudio, muss man ja auch mal was sagen, wir Männer wollen keine so rahitisch abgefieselte Frauen, da wo nichts dran ist. Ja? Also lieber hat eine ein Kilo mehr, als dass eins zu wenig hat. Denn Erotik hat nichts mit mager zu tun. Ja. Und Erotik geht auch vom Hirn aus. Ach, da jetzt mal nichts dazu. 100%. Ja, aber wirklich, also sehr, sehr beeindruckend. Ich denke, ich darf mich hier im Namen aller bedanken, auch dass du die Zeit genommen hast. Wir wissen, selbst wenn deine Geschäfte im Moment Betrieb ist, gerade als Unternehmer hat man jetzt im Moment so viel zu tun wie nie. Man muss ja den Laden irgendwie zusammenhalten und dass du dir die Zeit genommen hast, wirklich herzlichen Dank. Da sind wir wahnsinnig dankbar und freuen wir uns bald mal zu treffen, bei dir zum Essen, bei uns zum Training. Und das ergab nur über die Straße und hoffen wir, dass einige von den Menschen auch ein bisschen die Immunstärkung der Gewürze erfahren und kennenlernen und das auch entsprechend umsetzen und nutzen. Und sich ein bisschen rantrauen. Weißt du, ich mache ja so Kochkurse auch, wo man die Leute so ein bisschen ranführt ans Gewürz. So, jetzt probieren Sie es einmal so, jetzt geben wir das hin. Also das gibt es ja gar nicht, dass es jetzt so schmeckt. Ja. Aber weiß man es heute, also auch wie ich es kochen gelernt habe vor 50 Jahren, da war es wichtig, dass es warm und reichlich auf dem Teller ist. Und heute ist es wichtig, dass es ausgewogen, dass es, jetzt sage ich mal, gesund, aber in erster Linie muss es schmecken.
Und wenn mir was nicht schmeckt, dann pfeife ich drauf. Und wenn man heute noch ein Weißbier ist und ein Brezen und eine Weißwurst, dann wird die gegessen. Und nicht, ob ich an Kalorien rum kann, ist der Bier, das mag ich nicht. Das verbrenne ich ja im Hirn, wenn ich positive Gedanken habe. Mit negativen Gedanken komme ich nicht weit. Deswegen sagen wir immer, der gute Gedanke heilt, der schlechte entzündet. Absolut. Der gute Gedanke heilt, der schlechte entzündet. Fantastisches Schlusswort. Herzlichen Dank auch an die Barbara, an den Michael. Ganz besonders an dich, Alfons. Herzlichen Dank. Danke, kommst vorbei, gell? So ein Schimpf. Herzlichen Dank. Cool, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank. Servus. Danke. Danke. Ja.